Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank auch für die freundliche Übermoderation und Einleitung. Ich komme von der Software AG und Herr Weske, Sie haben mir hier eben gerade ein Stichwort gegeben. Tagesgeschäft, ich komme aus dem Tagesgeschäft. Bevor ich da aber jetzt darauf eingehe, was das eigentlich bedeutet, ein paar Worte über die Software AG. Wir sind auch in Politik und Wissenschaft, glaube ich, ziemlich gut eingebunden. Wir gucken in die Zukunft, machen also Sachen. Aber ich komme eben, wie gesagt, mehr aus der Hardcore-Produktion. Und davon will ich Ihnen ein paar Geschichten erzählen. Und ich hoffe daraus dann ein paar Thesen abzuleiten, die uns auch weiterhelfen bei der Diskussion, die wir nachher noch führen wollen. Ich frage gerne in so einer Runde, wer von Ihnen kennt denn die Software AG? Na, Gott sei Dank. Ja, das geht nicht immer so aus. Jetzt aber nochmal eine Frage und ich bitte Sie, ehrlich zu antworten. Nee, das war's nicht. Wer kennt denn die Software AG vom Fußball? Oh, ich bin überrascht. Das freut mich sehr. Okay, kleiner Scherz. Ja, wir sponsern den Fußball ein, die Lilien, seit 10 Jahren, aber das nur nebenbei. In unserer Region zumindest hat es dazu geführt, dass die Software AG tatsächlich bekannt ist. Das war vorher nämlich ein Problem. Gut, aber jetzt ein paar Worte über die Software AG, bevor ich über mich selbst noch ein paar Worte sage. Wir sind nicht wirklich ein Mittelständler. Sie sehen 4.700 Beschäftigte, wahrscheinlich nicht mehr. Wir sind aber auch nicht wirklich ein Große, wir sind so irgendwo da dazwischen. Gestern hat hier Vorträge gehört von Capgemini und SAP. Das sind ganz andere Dimensionen. Aber immerhin sind wir ein Betrieb, der auch ungefähr 1.000 Leute in der Produktentwicklung hat, also in der Hardcore-Produktion. Und das ist schon mal eine Menge Leute und mit denen beschäftige ich mich zum großen Teil. Nur mal zur Klarstellung, Vice President R&D heißt nicht, dass ich der Chef von der Produktentwicklung bin. Ich bin einer der Leitenden in der Produktentwicklung. Wir sind weltweit unterwegs. Wir sind schon fast 50 Jahre unterwegs, ähnlich wie die Capgemini und die SAP. Wir haben in diesen 50 Jahren sehr viel Erfahrung gemacht. Ich will aus den letzten 10 Jahren ein bisschen erzählen. Ich bin nicht 50 Jahre bei der Software AG. Gott sei Dank bin ich noch nicht so alt, aber immerhin 28 Jahre, das ist ja auch schon eine ganze Weile. Und seit 15 Jahren eben in leitender Position. Und in diesen 15 Jahren oder sagen wir mal besser in den letzten 10 Jahren haben wir sehr viele Veränderungen gehabt in der Produktentwicklung. Und bei denen war ich auch weitestgehend in führender Rolle beteiligt. Ich bin zwar von Haus aus für Produkte aus dem Portfolio verantwortlich mit meinen Teams, aber dieses Change Management, das Large Scale Change Management hat mich massiv beschäftigt und das sind sehr interessante Geschichten. Gucken wir uns mal an, was wir in den letzten 10 Jahren für Herausforderungen hatten. Ich habe hier die wesentlichen rausgegriffen. Es gibt natürlich noch mehr, aber das reicht schon eigentlich. Muss mich daran gewöhnen, dass es etwas langsam ist. Globalisierung, das war vor 10, 12 Jahren ein wichtiges Wort, das hat uns natürlich auch erfasst. Wir hatten damals schon, wir agieren schon immer weltweit und wir hatten auch schon immer weltweit Produktentwicklung, aber in dem Maße, wie es jetzt in den letzten 10 Jahren sich entwickelt hat, durch Zukäufe, durch was auch immer, sind in 11 Ländern weltweit aktiv und haben ungefähr 20 Lokationen. Überall dort werden Produkte der Software entwickelt, nicht unbedingt ein Produkt nur in einer Lokation, sondern auch noch verteilt, also wild durcheinander. Das ist die erste Herausforderung. Zweites Thema, das Portfolio. Wir entwickeln 70, 80, keine Ahnung wie viel Produkte, hängt auch immer davon ab, was man als Produkte definiert. Sehr breites Portfolio also. Ich habe das ein bisschen symbolisiert hier durch so einen Zeitstrahl. Das sind Zukäufe, die wir in den letzten 10 Jahren gemacht haben, Technologiezukäufe. Das heißt, da kommen immer neue Produkte oder ganze Suiten in unser Portfolio dazu, plus die passenden Mitarbeiter, die auch entwickeln. Also vielleicht nochmal herausgegriffen. Geht das hier? Ja, es geht. 2007 WebMethods, vielleicht hat der eine oder andere schon mal gehört, großer Laden aus USA. Wir haben da eine komplette Integrationssuite mitgekauft und ungefähr 300 Leute in der Produktion, nur in R&D dazu bekommen. Oder
ARIS steht hier für IDS Share, sagt Ihnen bestimmt was aus Saarbrücken. Wir haben IDS Share in 2009 dazu gekauft. Nochmal die ARIS Suite eben und etwa 150 Leute in Produktion dazu. Ich sage das nur, weil das die Komplexität immens erhöht und die Erwartung ist, dass alle diese Produkte natürlich zusammen funktionieren beim Kunden, weil der Kunde kauft ja nicht einzelne Produkte, sondern er kauft Lösungen aus unserem Angebot und die sollen alle funktionieren. Dazu müssen man die aber auch alle miteinander testen und integrieren. Große Herausforderung. Dritter Punkt. Ich habe hier so ein paar Wolken hingemacht. Cloud, Sie wissen warum. Aber es geht auch ohne Cloud. Schon ohne Cloud haben wir eine hohe Anforderung von den Kunden an unsere Release-Zyklen und an die Art und Weise, wie wir Software ausgeben. Die Prioritäten wechseln immer schneller in den letzten Jahren. Wie gehen wir damit um? Mit der Cloud erhöht sich dann das Ganze nochmal und auch diese Anforderung kommt auf uns zu, dass wir noch häufiger releasen müssen, aber wir haben schon mit der normalen Release genug Arbeit. Und das vierte, vielleicht kennt der eine oder andere das Bild, da geht es einfach darum, dass wir das Richtige tun. Wir kommen aus einer Zeit, 70er, 80er Jahre, da haben wir Technologie entwickelt. Die Software AG war eine Technologieschmiede, ein Start-up damals. Und die Kunden kamen zu uns und haben uns die Technologie aus den Händen gerissen, egal was wir entwickelt haben. Und das ist eine Kultur, die geht heute nicht mehr, das muss ich Ihnen nichts erzählen. Wir müssen heute genau darauf hingucken, was für Probleme haben unsere Kunden und wie setzen wir unsere Ressourcen am besten ein, um genau diese Probleme zu lösen und nichts anderes zu tun. So, jetzt haben wir die Herausforderung, jetzt reden wir mal darüber, was wir gemacht haben. Jede dieser Themen hat große Veränderungen nötig gemacht und diese Projekte haben wir durchgeführt. Also für die Globalisierung haben wir global Kollaborations-Zusammenarbeitstools eingeführt. Sie sehen hier Stichworte Jira Confluence, sagt Ihnen bestimmt was. Wir kommen aus einer Zeit, wo jedes der einzelnen Unternehmen unterschiedliche zum Beispiel Tracking-Tools benutzt hat. Wir kommen aus einer Zeit, wo die verschiedenen Teams eigene Dokumentationsserver hatten und so weiter. Das geht nicht mehr, wenn sie immer größer werden. Also gemeinsame Tools und mit dem großen Palette an Produkten und an Teams, die Sie eben gerade gesehen haben, hilft uns, dass wir überhaupt eine gemeinsame Sprache sprechen und dass wir überhaupt gemeinsam zusammenarbeiten können. Nächster Punkt. Wie schaffen wir es, 60, 70 Produkte alle zu einem Zeitpunkt freizugeben? Und das ist genau die Herausforderung. Früher wurden Produkte freigegeben, wann sie fertig sind. Ob die jetzt mit anderen zusammenpassen oder nicht, das war dann immer hinterher die interessante Erfahrung beim Kunden. Heute ist der Anspruch, und wir realisieren das, zu einem Zeitpunkt alle Produkte komplett freizugeben. Und wir haben das geschafft, indem wir einen weltweiten Promotionsprozess eingeführt haben mit so mit etwas, das wir Blocker-Handling nennen, also dass Probleme, die an einer Stelle auftreten, möglicherweise den ganzen Prozess stoppen. Wir machen tatsächlich eine tägliche Integration weltweit. Wir tauschen die gehenden Versionen weltweit täglich aus, sodass wir immer auf den aktuellen Versionen testen. Dann Herausforderungen für die wechselnden Prioritäten und die kürzeren Release-Zyklen. Sicherlich die Antwort, das wissen Sie, ist agil. Wir haben die komplette Produktentwicklung auf agile Softwareentwicklung umgestellt. Das ist vielleicht gar nicht so schlimm in einem Team von 10, 20, 30 Leuten, aber bei 1000 Leuten ist es eine ganz andere Nummer. Wir arbeiten heute komplett mit Backlogs, wir arbeiten mit Experimenten, Stichwort des Scrum Kanban, aber über die einzelnen Teams, die weltweit agieren, muss man natürlich auch einen Rahmen spannen, damit das alles auch zusammen funktioniert. Wir haben hier das System SAFE, sagt Ihnen vielleicht was, Release Train, Stichworte, eingeführt, umgesetzt, weltweit zum Laufen gebracht und auch das eine Herausforderung. Und zu dem letzten Punkt, ja, User Experience, vorher kam es schon mal, irgendjemand, Sie sagten das, glaube ich, Herr Grün, dass das vielleicht schon wieder unnötig wird, bei uns sicherlich nicht. Für uns ein ganz wichtiges Thema in den letzten Jahren, Design Thinking, die Prinzipien, die dort
angewendet werden, setzen wir um in unserer Mitarbeiterschaft, um genau diese kundenzentrierte Entwicklung und nur das Nötigste zu tun, in die Köpfe zu kriegen. Ich habe Ihnen hier nochmal die Jahreszahlen dran geschrieben. Das erste hat noch nicht so lange gedauert, aber Sie sehen bei den anderen, beim letzten sind wir immer noch dabei, dass das Veränderungen sind, die richtig lange dauern. Ich hatte auf der ersten Folie in meinem Aufreißer steht Kulturwandel und das ist Kulturwandel. Und Kulturwandel nenne ich es deswegen, weil das sind Veränderungen in den Köpfen jedes einzelnen Mitarbeiters. Und die können Sie nicht verordnen und die können Sie nicht mit Prozessbeschreibung herbeiführen, sondern da müssen Sie mit den Leuten arbeiten. Und da komme ich jetzt auch dazu, wie haben wir das gemacht, was sind die Erfolgsfaktoren, dass das überhaupt funktioniert hat. Gehen wir nochmal durch. Bei den Tools, da war das noch relativ einfach. Was haben wir gemacht? Wir haben die wesentlichen Protagonisten, und zu dem damaligen Zeitpunkt waren das die Kollegen von WebMethods, zu uns geholt. Wir haben in entsprechenden Gremien gemeinsam entschieden, was wollen wir tun, was sind die richtigen Tools, wie führen wir sie ein. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir jeder neues Unternehmen, was dazu kam, an Bord geholt. Und da haben wir eine zentrale Hilfe bei der Migration geleistet, was ein wesentlicher Faktor dafür war, dass heute auch alle auf diesen zentralen Systemen sind. Sicherlich für die neuen Unternehmen immer ein kleiner Kulturschock, wenn sie zur Software AG kommen, weil sie ihre geliebten Tracking-Tools oder so aufgeben müssen. Aber letztendlich ist es der einzige Weg, um überhaupt gemeinsam zusammenzuarbeiten. Okay, das ist noch relativ einfach. Bei der Produktion, diesen Promotionsprozess, von dem ich geredet habe, ist verpflichtend. Das heißt, hier werden Testzyklen gefahren, nicht nur tägliches Testen, sondern auch wöchentlich. Und die Teams müssen dazu reporten. Und es gibt, was ich schon erwähnt hatte, dieses Blocker-Handling oder vielleicht kennen Sie es aus die Leute, die sich mit Lean beschäftigt haben, Toyota, diese Geschichten, da gab es die Reißleine, wo die Teams anzeigen konnten, dass sie bei der Autoproduktion ein Problem hatten und dann stand die gesamte Produktion und alle haben sich bemüht, diesem einen Team zu helfen, was das Problem hat. Das haben wir hier praktisch virtuell abgebildet und so ist es auch. Also die Produktion steht, ein Team ist dafür hat das Problem und die anderen versuchen zu helfen. Das funktioniert tatsächlich. Natürlich kann nicht jedes Team jedem helfen, aber die benachbarten Teams kümmern sich darum und so kommen wir schneller wieder in die Gänge. Bei dem Thema Agilität, das geht nur mit Diskussion. Das geht nur mit Ausprobieren. Da muss ich mit den Leuten reden. Da muss ich die Sorgen mir anhören. Da muss ich Freiraum schaffen, dass die Leute Sachen ausprobieren können. Funktioniert das so für uns oder funktioniert das so besser? Wenn es nicht gut funktioniert, nehme ich es wieder zurück. Das ist das Wesen der Experimente. Wenn es gut funktioniert, lasse ich es. Und so haben wir uns Stück für Stück voranentwickelt. Sie haben vorher gesehen, ich hatte da einen Zeitraum von 4 Jahren stehen. Aber wenn ich ehrlich bin, wir entwickeln an dieser Stelle immer noch weiter. Also im 2013 war das wesentlich erledigt, aber nichtsdestotrotz, wir lernen jeden Tag dazu. Und jetzt das Thema FK, Führungskräfte heißt das, sind bei diesem Prozess extrem wichtig. Also wir hatten die Führungskräfte, die mit den Teams reden, die Diskussionsrunden anbieten. Wir hatten die Führungskräfte, die jede Woche sich zu einem festen Zeitpunkt in einen Raum gesetzt haben und jeder, der kommen wollte und seine Sorgen oder Fragen loswerden wollte, konnte zu ihnen kommen. Ganz entscheidender Faktor. Man muss die Leute mitnehmen. Es ist eine Veränderung im Kopf. Ich habe es vorher gesagt. So ging es. Ich sage nicht, dass das alles einfach war, aber wir haben doch viel geschafft. Und jetzt noch zu dem Thema Design Thinking und User Experience. Eines meiner Lieblingsthemen. Deswegen habe ich da auch sehr viel persönlich angeschoben und bewirkt, dass das überhaupt bei uns so langsam in die Kultur einfloss und das hat lange gedauert. Was man hier braucht, ist wieder den Freiraum, um es auszuprobieren, also die Führungskräfte, die sowas auch ermöglichen. Und man braucht auf jeden Fall oder was entscheidend ist, dass man die Kollegen, die Entwickler dazu bringt, dass sie die Probleme verstehen, dass sie die Schmerzen unserer Kunden
verstehen. Und das sind so Stichworte hier. Ich habe Verschiedenes hingeschrieben. 5-Why-Fragen, Kontextinterviews, Thinking Aloud Sessions, Kreativitätsworkships. Es sind so Sachen wie Kontextinterviews und Thinking Aloud Sessions. Also wo ich einem Anwender dabei zuschaue, wie er meine Software benutzt und er spricht laut. Und ich muss das praktisch miterleiden, was er gerade erleidet. Das sind die Sachen, die helfen. Dann kriegen Sie Veränderungen, die Sie sonst nicht kriegen. Der dritte Punkt, gemeinsames Konsenserlebnis, auch eine Sache aus Design-Thinking-Methodiken herauskommen. Das ist etwas, was auch einen großen Erfolg gebracht hat, dass die Leute merken, oh, wir können ja vielleicht in einem halben Tag Entscheidungen treffen bei Problemen, die wir vorher 4, 6 Wochen diskutiert haben, wo die Diskussion immer wieder aufgeflammt ist. Wenn ich das mit den richtigen Methodiken gemeinsam mir die Lösung überlege, eine kreative Lösung, dann ist die Lösung auch da und dann bleibt die auch. Und das war ein Aha-Erlebnis für viele Leute. So. Das war schon wieder der falsche. Takeaways. Ich habe 3 Sachen aufgeschrieben. Es gibt sicherlich mehr, aber die waren mir wichtig. Erstens, User Experience and Design Thinking für agile Teams. Es ist diese Methodiken, die diese Teams wirklich zu kollaborativen Gebilden machen. Was meine ich damit? Die Teams funktionieren wirklich als Team, arbeiten an einem Ziel und arbeiten gemeinsam an einem Ziel. Softwareentwickler sind nicht immer diejenigen, die gern gemeinsam an etwas arbeiten. Sie mögen zwar alle teamfähig sein, aber wenn sie dann vor ihrem Rechner sitzen, arbeiten sie doch allein. So kriege ich das hin. War ein wichtiger Faktor. Kulturwandel, Stichwort Zeit. Und Sie haben gesehen, Jahre. Und diese Zeit muss man der Sache auch geben. Natürlich, es passieren am Anfang viele Dinge, aber ich muss dabei bleiben. Ich muss nachhaltig an der Veränderung arbeiten. Ich kann nicht sagen, okay, wir legen ein Programm auf, 1 Jahr, dann haben wir das mit dem Umstellung nach agil geschafft. Also, Zeit einplanen und unterschiedliche Teams, und ich spreche schon gar nicht von unterschiedlichen Kulturen weltweit, international, aber da gilt das natürlich auch, brauchen unterschiedlich lang. Also ich muss immer wieder hingucken, wie läuft's, Rückfragen und so weiter. Und das dritte, Führungskräfte. Die Führungskräfte sind bei allen Veränderungen wesentlich und entscheidend. Sie müssen vorangehen, sie müssen ihre Teams mitnehmen. Ohne Führungskräfte, und ich meine jetzt nicht Teamleiter oder sowas, ich meine die, die oben drüber sind. Fängt bei mir an, Vice President oder bis hin zum Vorstand. Die müssen dabei sein, die müssen das auch vorleben, die Veränderung, sonst wird es nichts. So, das war die Vergangenheit. Jetzt mal noch ein Blick, was ich denke, was in der Zukunft wichtig ist, um Softwareproduktion in der Zukunft auch weiter erfolgreich zu machen und zu verbessern. Für mich ist das Thema Kreativität ganz wichtig, also die Methodiken, Design Thinking, User Experience, die Möglichkeiten, die wir in solchen Workshops bei unseren Mitarbeitern da gefunden haben oder die Aha-Effekte oder was wir beobachten konnten, waren erstaunlich. Und ich glaube, dass Innovation durch Kreativität etwas ist, was heute in der Ausbildung noch nicht so viel vorkommt. Nur bin ich nicht in der Ausbildung, deswegen weiß ich nicht mehr genau, wie heute ausgebildet wird, aber ich glaube, wir brauchen da nicht nur die Kreativität, die daraus entsteht, dass Schüler mit irgendwelchen Casio-Dings und Arduinos und so in der Schule programmieren, da sind die noch alle voll dabei, sondern wir brauchen aber auch Methodiken, um auch später Kreativität weiter zu erzeugen und Innovation möglich zu machen. 2. Punkt, geschützte Freiräume mit klaren Grenzen. Um sich zu verbessern, müssen Menschen ausprobieren. Sie müssen Fehler machen können. Es muss erlaubt sein, Fehler zu machen. Es muss erlaubt sein, Dinge zurückzuändern. Das ist, was ich meine mit geschützten Freiräumen. Und das sehe ich gerade in Deutschland nicht so häufig. Das ist in anderen Ländern gang und gäbe. In Amerika ist das völlig normal. Der 3. Punkt, und da sind wieder die Führungskräfte gefragt, industrielle Softwareentwicklung, so wie wir sie betreiben, ist eine komplett andere Nummer, als wenn ich daheim auf meinem Raspberry oder irgendwelche Programme kloppe. Nichtsdestotrotz kann es Spaß machen. Und unsere Leute haben Spaß dran. Und unsere Leute haben Spaß dran, den Kunden zu helfen. Aber wenn die jungen Leute von der Uni kommen, ist das ein Schock. Es ist ein Kulturschock, weil wir anders arbeiten und wir programmieren nicht nur den ganzen Tag, sondern wir müssen eine ganze Menge mehr machen. Und das muss ich den jungen Leuten mitgeben.
geben oder da muss ich sie an der Hand nehmen als Führungskraft. Da sind wir wieder bei den Führungskräften und das ist mein letzter Punkt und das ist mein wichtigster Punkt. Wir brauchen, und ich glaube, das brauchen wir in Deutschland, soweit ich das beobachte, und ich sehe es bei uns, aber ich glaube, es ist bei anderen Unternehmen ganz genauso. Wir brauchen gute, authentische, empathische und wertschätzende Führungskräfte und jeder einzelne Punkt ist wichtig. Und wir haben da ein Problem und wir in der Software AG haben das Problem und viele andere auch, weil die Führungskräfte normalerweise aus dem technischen Personal rekrutiert werden und die Leute haben das nie gelernt und sie bringen es auch nicht automatisch mit. Also kann man Glück haben und einer entwickelt sich in die richtige Richtung. Man kann einen Teil davon ausbilden, aber das fehlt schon meistens, weil Führungskräfteausbildung sich mehr auf so praktische Dinge beschränkt und nicht so auf diese Gefühlsebene. Ein Teil davon muss man aber einfach haben. Also Empathie, wenn ich nicht empathisch bin, dann kann ich das auch nicht mehr lernen. Und ich brauche es, um solche Veränderungen zu machen und um, glaube ich, unser Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen. Damit komme ich zum Schluss. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.